Schmerzlinge, Holzkies, Pflastersteine. Pflastersteine, Wolle. Wolle, 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 Wolle. Da haben wir noch Wolle. Nehmen wir Wolle mit. Sehr schön. Was wollte ich jetzt noch machen? Was habe ich denn gerade gesagt, was ich holen will? Ich bin ein wenig müde, wie man vielleicht merkt. Ich bin etwas ruhiger als sonst, bin gar nicht so aufgedreht. Glas wollte ich machen, jawohl, da ist es doch wieder. Mensch, das Glas wollte ich doch machen. Ja, haben wir Glas? Nee, aber wir haben Sand wahrscheinlich, ne? Hey, 4 Glas, perfekt. Mehr wollte ich doch gar nicht. Eigentlich wollte ich mehr, aber es reicht mir erstmal. Bei Glas habe ich festgestellt und Sand war bislang immer noch Mangelware hier, ne? So, Gestrüpp gibt mir auch ein bisschen, ob die... sage ich jetzt nicht. So, holen wir mal den Schleim hier weg und setzen hier mal... ja, ne? Kann man so anbieten. Zack, zack, zack und zack. So, dann machen wir oben noch ein Klötzchen und hier kommt die Tür rein. Ne? Ist doch wunderbar. Ist es très chic? Würde ich sagen. So, damit wir auch hier auch craften können, brauchen wir natürlich eine Werkbank. Ist ja logisch. Die bauen wir direkt mal am Eingang, damit der Fischer da auch rankommt. Und hier in dieser bauen wir uns ein Bettchen. So, so und so. Ein Bettchen. Na, irgendwie muss er ja auch schlafen, wenn er mal irgendwie hier ist. So. Das ist doch schon mal schön. Und wir können ihm noch eine Truhe bauen, damit er da die Fischerzeugnisse reintut. Ich weiß nicht, eine dürfte reichen. Das ist ja jetzt ne, ganz speziell für einen gewissen Punkt. Aber die Truhe ist noch die alte. Das ist die aus dem Texturenpack von Honeyball, meine ich. So, damit er hier nicht ganz... machen wir noch eine Fackel rein. So, und jetzt craften wir ihm noch eine Türe. So, da hat er seine Türe. Ja, das war's. Die bauen wir, gucken wir mal von außen oder von innen. Das wäre eigentlich cool, wenn die von innen wäre, ne? Na komm. Geh kaputt. Geh kaputt. Von innen sieht die dann so aus. Dann kommen wir so. Ja, finde ich, sieht noch ein bisschen uriger aus, ne? Dann machen wir vorne auch noch eine Fackel drauf. Und fertig ist die Laube. Dem Fischer seine Hüte quasi, ne? So. Können wir noch ein bisschen Holz reintun hier. Für den Fall das. Aber wir könnten noch ein bisschen den Boden begradigen und etwas Terraforming machen. So. Gehen wir mal hier hin, denn hier ist mir noch alles ein bisschen zu viel Gezuppel. Ich kann sagen, oh Gott. Ei. Hey. Ich kann kämpfen. Dieses Runterfallen, das nervt ein wenig. Hab ich da... ach nee. Oh, das ist mein Hund. Naja. Das war mein Hund, der mich erschreckt hat. Ja, also diese Gegend ist wirklich nicht so schön, finde ich. Aber das ist ja alles Geschmackssache. Mein Hund kann springen. Auch meterweit. Und mein Hund vor allen Dingen kann sich teleportieren. Ja, wessen Hund kann das schon? Machen wir mal hierzu. So ein bisschen beschönern. Hier das Ganze kann ja nicht verkehrt sein. Eigentlich können wir hierzu bauen. Ne? Das ist doch hier. So. Egal, ne? So, hier die Kuhle ist natürlich auch ein bisschen sinnlos. Die würde ich auch gerne etwas zubauen. Vielleicht können wir allerdings die noch benutzen. Vielleicht können wir die Fischerhütte dafür nutzen. Das ist natürlich jetzt interessant. Habe ich eine Schaufel bei? Ich glaube nämlich ja. Machen wir mal hier. Graben wir uns mal runter. 5 müsste das sein. 5. Obwohl, Moment. Moment, Moment, Moment. Fehlstart. Wird schon wieder dunkel.
Lass mich mal gerade gucken hier. 1, 2, 3, 4, 5. Daraus könnten wir was bauen. Durch diese Kohle. Wenn die schon existiert, dann sollten wir sie auch nutzen. Aber ich hau mich erstmal in unsere neue Fischerhütte in die Koje. So, mal gucken, was wir in der ersten Nacht träumen. Ich hoffe, dass wir hier auch schlafen können, weil das Bett steht direkt an der Wand und das sollte man eigentlich nicht tun. Ich bin mal gespannt, was passiert. Gute Nacht. Es ist nichts passiert. Es ist nichts passiert. Alles ist gut. So wie ich es mir gedacht habe. Ja, also, wir sind hier alleine. Wir sollten auch eine kleine Rundreise machen. Oh, ich habe Kohldampf, merke ich gerade. Ach, das Brot sieht jetzt auch komisch aus. Njam, 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 njam. Njam, 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 njam. Lecker Brot. Ich kann es nicht mehr sehen. Ich kann es nicht mehr sehen. Ach ja. Komm schon mit. Komm schon mit. So, wir machen eine kleine Rundreise mit unserem Wow, Wow. Ich würde mal sagen, wir gehen mal da hinten rüber. Da waren wir nämlich auch noch nicht. Kleine spontane Änderung, denn mir fehlt noch etwas dazu, dass ich hier das bauen kann, was ich bauen will. Und dafür machen wir noch eine Rundreise. Ja, und was das sein wird, das bekommt ihr auch noch gesagt. Wenn es soweit ist. So, können wir nochmal mit dem Hund spazieren gehen. Ist doch auch gut. Da kackt er uns nicht in die Bude. Wollen wir alle nicht, ne? Denn er ist aus dem Weltenalter raus und er hat es nicht gelernt, nicht in die Bude zu machen. Oh, Gott sei Dank, ich habe nur eine Axt. Ich dachte schon, ich ziehe jetzt los ohne Axt. Man hätte mich nicht gewundert, aber ja, muss ja nicht sein, ne? Mal gucken, was es sonst noch gibt, außer Hunde, Bäume. Ja. Ach, guck mal hier. Das sieht ja interessant aus. Und Schafe. Ey, was ist das denn da oben? Da ist ein Schwein! Fleisch! Wie lange habe ich kein Fleisch mehr gegessen? Da sind zwei Schweine. Also ich muss mir das nächste Mal echt etwas Weizen mitnehmen. Vielleicht kriegen wir die ja auf unserer Seite. Hier sind noch mehr Schweine. Oh, wie geil. Tut mir leid, ich muss erstmal das Schwein auf den Kopf hauen, denn mich verlangt es nach Saftigem. Tut mir leid, Schweinchen. Komm her. Komm, lass dich kaputt machen. Für einen guten Zweck. Danke, Hund. Habe ich jetzt überhaupt ein Steak mitgenommen? Ja, viermal rohes Schweinefleisch. Ja, hier sieht's auch cool aus. Aber guckt euch mal an, wie hoch das ist. Wahnsinn, was ist hier? So eine schwarze Stelle, die nicht beleuchtet ist, oder? Ob sie die an? Nein, natürlich nicht. Das sind Schluchten hier, das ist Wahnsinn. Da oben sind Schafe. Und hier ist es wieder so dunkel. Interessant, oder? Muss ich schon sagen. Und hier mal hochgehen, mal gucken, wie das von oben aussieht. Ich meine, mit dem Texturenpack von Honeyball sah das natürlich richtig hammer aus. Und jetzt ist das so eher so, ja. Es ist das, was es sein soll an Grafik. Okay, ich gebe ja zu. Wie aber gesagt, ich persönlich bin nicht so ein Fan davon. Und die fallen nicht runter. Und vor allem stürzt mich nicht runter. Also wir klettern einfach mal hier drüber über den Berg. Wir bringen uns mal über den Berg. Mal gucken. Yeah, fetzige Musik. Wir gucken einfach mal, was dahinter ist. So. Achso. Naja, das ist natürlich auch schön. Wenn das sich wieder aufbaut. Also irgendein Fehler ist seit einer kurzer Zeit hier drin, dass sich das immer wieder aufbaut, wenn ich da kurz vorstehe. Und das ist natürlich ärgerlich, weil ich denke, boah, klasse, was ist das da? Gehen wir mal hin, gucken uns das mal an. Und dann stehst du davor und denkst du dir, toll. Einmal umsonst hingelaufen. Hallo Schweinis. Lecker Schweinis. Keine Sorge, ich habe etwas Fleisch schon in der Tasche. So, wir sind gleich auf dem Berg.
Guck mal, wie das von oben hier aussieht. Boah, hier oben kriegt man ja Nasenbluten. Wow. Blühende Landschaften, möchte ich mal sagen. Kann aber auch sein, dass das nur beim ersten Mal so ist. Also diese Gegend haben wir ja bis jetzt lange noch nicht erkundet. Da ist Lava. Naja. Also sehr viel Grün haben wir hier. Alter, ist das nicht ein schöner Ausblick? Wahnsinn, ne? Muss man sagen. Muss man sagen. Ja, wir gehen trotzdem mal wieder hier runter. Gucken wir, dass wir nicht so sehr auf die Schnauze fallen, dass wir dann so Sachen nachher wieder einsammeln müssen. Gucken wir mal, wo kommen wir denn hier hin? Da kommt schon niemals runter. Gehen wir mal hier. Ah, gut. Habe ich gewusst. Jetzt wird zu vieles. Mache ich auch die Monster einfach mal aus, ne? Habt ihr ja nichts gegen. Kann ich mich hier runterbauen? Nee, ne? Mann. Auch schön mit dem Wasserfall da. Guck mal hier. Gehen wir hier runter. So. Au. Ah. Gut, dass wir noch reintegrieren. Hund. Hundi, ich rette dich! Hundi! So, da kann uns nichts passieren, wenn wir hier runterspringen. Alles klar, wir gehen mal hier lang. Einfach mal weiter, ne? Ich glaube, ich habe nämlich hier ein bisschen die Gegend schon erkundet, dass ich weiß, wie ich ungefähr zurückkomme. Also ungefähr. Und ungefähr reicht mir das ja. Ach, guck mal hier. Hier fließt Lava in Wasser. Und nichts passiert. Was passiert denn, wenn ich da drauf haue? Müsste ja eigentlich Obsidian entstehen, ne? Andersrum. Quatsch. Wasser in Dingens. Guck mal hier. Jetzt kann ich hier draufhauen. Zack. 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 Und könnte wieder neue Pflaster abbauen. Hm. Im Prinzip ist das hier so eine... Achso. Guck mal, da ist noch eine Höhle. Eine permanente Obsidian. Pflastersteinproduktion, die wir hier haben. Und das finde ich verkehrt. Hallo Schweini! Gehen wir mal hier lang. Also muss immer noch sagen, ganz wohl ist mir nicht, dass ich ohne Kompass hier losziehe. Aber ja. So ist das halt. Ich will mal ein bisschen was anderes reinbringen. Ich bin echt müde, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich bin schon ein bisschen Matsch im Kopf. Aber. Was macht man nicht alles, ne? Mal ein bisschen Abwechslung, habe ich mir gedacht. Kann ja nicht schaden. Und ich versuche das euch jetzt hier ein bisschen zu zeigen. Es war mir auf Dauer auch ein bisschen langweilig mit dauernd das Feld. Ich meine, das musste auch sein. Wir wollten ja nicht verhungern, ne? Und das, seit wir das gemacht haben, ist es okay, dass wir auch mal uns an einem Bauprojekt wieder aufhalten. Aber ein bisschen Abwechslung, finde ich, ist immer doch trotzdem ganz schön. Ich will in Zukunft aber auch weiterhin irgendwie die Dinge ziemlich weit vorantreiben. Ja, irgendwann werde ich auch mal ein paar Haken drin haben, wo ich dann denke, weiß ich noch nicht, wie ich es mache. Das heißt, wir werden da auch ein wenig Abwechslung haben, damit wir dann uns dann nicht verbauen, sondern auch einfach mal ein Päuschen machen können, dass wir sagen können, okay, machen wir beim nächsten Mal weiter und vielleicht kommt uns dann ja auch die Idee. So, hier ist wieder das Sumpfgebiet. Kann auch sein, dass das Sumpfgebiet ist, wo wir vorher schon waren. Achso, das Zuckerrohr, den habe ich schon. Ja, ich bin auf der Suche nach was ganz anderem. Also nicht nur nach Redstone, sondern auch noch was anderem. Aber ich glaube, hier sind wir auf der falschen Seite. Ja, Sumpf ist natürlich Mist. Da finde ich das nicht, was ich brauche. Ich würde gerne fliegen. Einmal kurz gucken, wo ist hier was, damit ich dann da hinlaufen kann. Aber das wäre ja gescheatet. Und außerdem habe ich nicht die Funktion, dass ich cheaten kann oder fliegen kann. So. Oh komm, da ist noch ein Schäfchen. Ach, guck mal hier. Geht's auch runter. Ich stehe da noch auf, ja. Mal kurz überprüfen. Das kann